Ich darf jetzt aufrufen den Tagesordnungspunkt 6. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Ausführung des IT-Staatsvertrages, Drucksache 20/5527. Wir haben vereinbart, dass hier nur die Einbringung durch die Landesregierung erfolgt und ansonsten wir den Tagesordnungspunkt ohne Aussprache behandeln. Frau Staatsministerin, Sie haben das Wort. So. Ist ja alles noch gut eingestellt. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im März 2019 haben der Bund und die Länder gemeinsam eine entscheidende Ergänzung des IT-Staatsvertrages beschlossen, die föderale IT-Kooperation, kurz FITKO. Die FITKO wurde auf dieser Grundlage zum 01.01.2020 als gemeinsame Anstalt des Bundes und der Länder errichtet. Wir sind stolz darauf, dass wir ihren Sitz in Frankfurt haben und seitdem auch wichtige Akzente für die Verwaltungsdigitalisierung setzen können. Hierzu drei Beispiele. Die FITKO verwaltet das Digitalisierungsbudget des Bundes und der Länder mit einem Umfang von 180 Millionen Euro allein für die Jahre 2020 bis 2022. Sie steuert die zielgerichtete Verwendung dieses Budgets für einen bürgerfreundlichen digitalen Service der Verwaltung auf allen Ebenen. Hat ein Land ein digitales Verwaltungsprodukt entwickelt, kann dieses mithilfe der FITKO durch andere Länder erworben werden. Ihr FIT Store ermöglicht eine Nutzung ohne vergaberechtliche Hürden nach dem sogenannten EFA-Prinzip, einer für alle. Gute Lösungen müssen so nur noch einmal erfunden und können anschließend durch viele genutzt werden. Digitale Exzellenz in der Verwaltung erfordert schließlich auch eine Effizienzsteigerung und Entlastung innerhalb der Behörden. Um dieses Ziel zu erreichen, entwickelt die FITKO aktuell eine föderale IT-Architektur. Diese ermöglicht eine zügige, zugleich aber auch wirtschaftliche Umsetzung der vielen Verpflichtungen nach dem Onlinezugangsgesetz. Trotz ihrer erfolgreichen Arbeit ist der personelle und organisatorische Aufbau der FITKO noch nicht vollständig abgeschlossen. Der IT-Staatsvertrag enthält hierzu spezifische Vorgaben und regelt, dass der Betrieb der FITKO weitgehend nach hessischem Landesrecht erfolgt. Das vorliegende Gesetz, das ich heute einbringen möchte, setzt diese Vorgaben verbindlich um. Und es enthält die folgenden Kernpunkte. Der IT-Staatsvertrag bestimmt, dass die FITKO mit Zustimmung des Sitzlandes Aufgaben der Personalwirtschaft auf dessen Dienststellen übertragen kann. In der Praxis betrifft dies z.B. die Arbeit der hessischen Bezügestelle. Das Gesetz enthält eine Zustimmung des Landes zu einer Aufgabenübertragung nach Maßgabe des Staatsvertrages und bildet damit deren Grundlage. Für Querschnittsaufgaben wie z.B. Rechnungswesen, Gebäude- und IT-Management erhält die FITKO laut IT-Staatsvertrag Unterstützung durch Einrichtungen ihrer Träger, also auch durch Dienststellen des Landes Hessen. Das Gesetz konkretisiert die Rahmenbedingungen dieser Aufgabenwahrnehmung durch Dienststellen des Landes. Um eine einseitige Lastenverteilung zu verhindern, wird andererseits auch eine Kostentragung durch die FITKO festgeschrieben. Es ist wichtig, dass die FITKO von einer hochqualifizierten und erfahrenen Führungspersönlichkeit geleitet wird. Das vorliegende Gesetz stellt daher hohe Anforderungen an die berufliche Praxiserfahrung, in diesem Fall der Präsidentin der FITKO. Es regelt zugleich die dienstrechtlichen Rahmenbedingungen für diese wichtige Funktion nach dem geltenden Landesrecht. Das vorliegende Gesetz dient also in erster Linie dazu, der FITKO in ihrem Sitzland Hessen rechtssichere und verlässliche Rahmenbedingungen zu geben. Wie Sie seinem Aufbau entnehmen können, enthält es darüber hinaus auch noch einige Anpassungen des hessischen Besoldungsgesetzes. Dies betrifft zum einen das neu geschaffene Amt der Präsidentin bzw. des Präsidenten der FITKO, das neu in das Besoldungsgesetz aufzunehmen ist. Zum anderen wird das Amt der Direktorin bzw. des Direktors der HZD besoldungsrechtlich aufgewertet, was dem Aufgabenzuwachs der HZD im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung geschuldet ist.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem vorliegenden Gesetz erfüllt das Land Hessen seine Umsetzungsverpflichtungen aus dem IT-Staatsvertrag. Zugleich schaffen wir damit einen soliden Handlungsrahmen für die FITCO in ihrem Sitzland Hessen und einen weiteren Baustein für eine bürgerfreundliche Digitalisierung der Verwaltung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Ministerin. Das Gesetz ist eingebracht. Wir haben vereinbart, keine Aussprache abzuhalten und überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den DDA.